Zu Persona 3 Reload gibt es einen neuen Gameplay-Trailer. Außerdem teilte uns Atlus ein paar weitere Infos zum Remake mit. Persona 3 Reload erscheint 2024 für aktuelle PlayStation- und Xbox-Konsolen im Xbox Game Pass und für den PC. Nun stellt Sega neue Spielszenen zum Remake vor. Atlus bestätigte kurz nach der Ankündigung des Remakes beim Xbox Showcase übrigens in einem Interview, dass es keine weibliche Protagonistin oder weitere FES-Inhalte in Reload geben wird. Sorry, die Entwickler wollen sich lieber auf eine originale Persona 3-Erfahrung konzentrieren, bei der eine grafische Verbesserung, moderne Ästhetik, attraktive Benutzeroberfläche und gefühlvolle Hintergrundmusik im Vordergrund stehen. Beim ersten Reveal fiel Fans außerdem schnell die fehlende Revolver-Ästhetik in der Benutzeroberfläche der Kämpfe auf. Im neuesten Trailer taucht dazu leider nur ein kurzer Bildausschnitt auf. Ob sich daran etwas ändert, ist also fraglich. Im Mittelpunkt stehen neben dem neuen Artstyle der Avatare und den überarbeiteten Spielelemente die bekannten Figuren Akihiko Sanada, Mitsuru Kirijo und Fuka Yamagishi mit ihren englischen Synchronstimmen. Alle Charaktere aus Persona 3 sowie die Geschichte sollen laut Atlus beibehalten werden. Neben der grafischen Überarbeitung wird aber auch von neuen Mechaniken gesprochen. Also, welche neuen Spielelemente würden das Persona 3 Remake eurer Meinung nach bereichern? Lasst uns das gerne wissen.